nur auch. So, guck, ob ich hier rauskomme. Dürfte eigentlich klappen. Ja. Gut. Sieht jetzt nicht so doll aus, aber. Sieht total doof aus. Und wenn ich. Geht nicht. Okay. Ja gut, dann lassen wir es so. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. So. Hätten wir das auch erledigt. Ich bin schon wieder am Verhungern. Kann nicht mal mehr rennen. Hier kommen auf jeden Fall noch Druckplatten hin, weil es nachher, wenn ich da sichergestellt habe, dass ich nichts mehr spawnen kann. So. Du kommst mal mit. Wenig Brot, definitiv. Angeln wir erstmal. Falls wir verhungern, rennen wir halt kurz raus. Das wird jetzt sehr spannend. Ich glaub an dich. Ich glaub an dich. Danke. Warum steuert er eigentlich so weit weg? Und noch ein. Drei Stück erstmal. Jetzt haben wir vier. Warum ich gerade gesprungen bin, weil ich mich gerade, ihr kennt es, ich stütze mich mit meinem Ellbogen auf den Tisch, habe meinen Kopf in meiner Hand und bin dabei auf meine Sprungtaste gekommen. Also vor diese Scheiße, bevor ich hier verhungert bin, werde ich den Fisch nicht gefangen haben. So. Ja. Und so. Wir machen das jetzt noch anders, auch wenn ich mich dafür hassen werde. Ich hasse mich jetzt schon dafür, weil ich jetzt ins Wasser gefallen bin. Wenn ich hier trinke, hasse ich mich am meisten. Nein, okay. Zack und zack. Vergesst das. Das war eine Schnapsidee. Gebratener Fisch. Ich bin noch nicht mal satt. Oh. Ja,
Jetzt geht's immer schnell. Ja, ne. Das Schweigsame tut mir sehr leid, aber ich kann jetzt hier gerade herzlich wenig zu kommentieren. Einer reicht. Einen will ich noch kommen. Jetzt komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Danke. Nein. Ich gehe in der nächsten Folge wieder jagen. Also in der nächsten Aufnahme. Das geht doch nicht. Ich wollte eigentlich in eine Höhle, aber wir haben einfach zu wenig Nahrung. Einer reicht für drei? Oh. Seit wann das denn? Nein, nein, das reicht nicht für drei. Ich habe noch Brot, haben wir echt kein Fleisch mehr. Nee. Moment. Äpfel haben wir noch. Nö. Kein Fleisch. Zombie-Hände. Ich lasse es mal. Schwarzpulver. Hatten wir nicht. Ich bin ziemlich sicher. Stockhoff? Ja, da, Melonenkerne. Die werden wir mal benutzen nachher. Die will ich auch unten haben, weil ich dafür eine Pistenfarm baue. Okay. Das müssen wir irgendwie noch verschönern. Da hätte ich gerne. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir gehen jetzt noch jagen. Mit dem Schwert. Spitzhacke, Rüstung. Alles super. So. Auf geht's. Machen es aber anders. Wir gehen nicht in diese Richtung jagen. Sondern in die andere. Nur Vorsichtsmaßnahmen, dass ich so viele Boote mache. Weil ich keine Lust habe, letztendlich zurückschwimmen zu dürfen. Und du kommst mit. Die Angelroute lasse ich mal hier. Vorsichtshalber. Keine Ahnung warum. Dafür das wahrscheinlich eine unserer einzigen Essensquellen sein könnte, aber. Was soll's? Auf geht's. Wir bewegen uns mit einem rasenden Tempo auf das Ende der Karte zu. Also dieser Karte. Ich weiß ja, dass Festland überbewertet wird, aber ich glaube, er rendert nicht vernünftig. Das Festland. Ein Schneebiom. Oh, das ist doch schön.
Laufen einfach nur aus Vorsicht, nur geradeaus. Hätte ich so jetzt noch eine schöne weitere Holzart hier. Wir könnten ja das ganze Haus nochmal umbauen. Nein, lieber nicht. Ja, ne? Und so. Da sind Blumen. Die wollte ich auch haben. Da bin ich auch hier hingefahren. Wir müssen uns natürlich versuchen, in nur eine Richtung zu bewegen. Oder zumindest so, dass wir nachher auf diese Karte hier wieder drauf kommen. Wir müssen nicht zwingend an dem Punkt, wo das Boot steht, dahin, aber so, dass wir halt in die Karte wieder reinkommen. Und damit unser Haus wiederfinden. Sonst wäre das sehr ärgerlich. So ein paar Tiere wären aber schon schön. Es fängt an zu gewittern. Also jetzt wirklich draußen bei mir. Dafür muss ich eigentlich auch nochmal stoppen, weil das sonst, glaube ich, zu laut wird. Aber wenn ich jetzt die Aufnahme beende, dann finde ich nie wieder zurück. Weil ich ja wahrscheinlich wieder das in einer Woche oder so aufnehme. Ja, und dann ich alles vergessen habe. So. Ja, Ziel 1 haben wir erreicht. Blumen gefunden. Ich brauche aber Tiere. Jetzt sagt man nicht, es gibt auf dieser ganzen Insel keine Tiere. Und. Wieder eine sehr gesprächslose Aufnahme. Ich habe auch sogar schon ein schönes Thema. Eigentlich schon raus seit 3 Aufnahmen, aber irgendwie will ich es nie ansprechen, weil ich mir das aufsparen möchte. Das ist relativ doof. Und hier gibt es ja auch nicht. Was ist denn das? Oh, eine Höhle. Die ich jetzt nicht weiter erkunden werde. Nein. Oh, das ist so warm. Farbige Schafe. Eine Kuh? Vielleicht mal. Nein. Huhn ist auch okay. Auch wenn eine Kuh deutlich lieber wäre. Übrigens schon wieder geschafft, keine Ahnung.